Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Zelda Link's Awakening Remake. Ja, am Freitag rausgekommen. Hi. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's sehr gut. Und wie geht es dir, Gamer Coach? Ja, mir geht's auch sehr gut. Jetzt freut mich. Ja. Wir das nächste Mal, das letzte Mal aus uns sehr weit gekommen, tatsächlich. Und da haben wir diese Truhe gefunden, die uns eine Labyrinthkarte gibt, also. Ich hoffe, es hat euch gefallen, 24 Stunden zu warten. Gefühlt, ne? Aber schön, dass wir jetzt die Karte haben. Und wenn wir jetzt einfach so... Das ist jetzt die ganze Karte. Also, ich weiß nicht, ob es die ganze ist, aber auf jeden Fall. Das ist krass. Das ist auch krass. Dass du dein erstes Game Over hast. Ich hab doch davor noch gesagt, du willst dann die ganzen Leben auf ihn sitzen. Ja, halt, wir waren gerade auf und dann haben wir nicht mal gespeichert, ne? Musst das alles nochmal machen. Nee. Siehst du? Stimmt. Dein das Glück. Nee. Aber speichert trotzdem mal. Ciao. Warte, er hat offline so viel Scheiße gemacht hier. Stimmt, jetzt kann ich auch da drüber springen. Schau mal. Meine krassen Skills. Ist das der erste Boss? Stopp, dann nichts machen. Doch, also nicht verrecken. Nein, kannst du. Okay. Alles ist geil. Okay, gerade werde ich richtig hart rasiert. Uff, gewinn den Boss, ne? Wir hätten vielleicht die Form mal speichern sollen. Nee, das ist... Ah, da brauchst du noch einen zweiten. Ich bin echt scheiße, gerade eben. So. Ich hab dir heute gesagt, dass ich nicht so nur heute ein Video spielen soll. Was hast du gesagt? Ich hab dir doch heute gesagt, dass ich ein Video spielen soll, dass es nicht gerade so heute meins ist. So, dann let's go weiter zum ersten Boss. Scheiß Fledermaus. Jetzt aber, ich spüre es. Ganz komm, let's go jetzt. Try hard ohne One try. Ohne Leben zu verlieren. Aber hallo, mit Ansage. Mein fetten Linksbacko hier raus. Hoho. Hat das. Das schmeckt dir, gell? Was habe ich gesagt? Ohne Leben zu verlieren. Ohne Leben zu verlieren. Ja, das hast du sehr gut gemacht. Die mich gerade geheilt hat. Das ist. Finde ich gerade ein bisschen komisch, das da. Du auf verständlicher Weise. Oh. Oh, ist das schön. Dachtet ihr etwa? Schau mal, dieses Schloss kann man nicht öffnen, wirklich. Dieses Tür lässt sich nur mit einem großen Schlüssel öffnen. Okay. Ja, hast halt keinen großen, erst nur klein. Also kein Kommentar zu deinem. Ich hab keinen kleinen Schlüssel. Hast du überhaupt einen? Ein Logo. Ich glaube, du hast gar keinen Schlüssel. Ich habe einen großen Schlüssel wie du, aber okay. Zeig mal. Nein. Dann werden wir von YouTube gebannt. Der Schlüssel liegt oben. Aha, danke. Sonst hätte ich ja mein krasses Schlüssel gezeigt. Okay, also weiter weiß ich für den Moment nicht. Was passiert, wenn man alle so auf Karo hat? Dann ist alles off. Ja, ist egal.
Beim ersten Mal habe ich es perfekt noch geschafft, aber jetzt. Ist mir egal, hab keinen Bock mehr. Aber du hast doch das erste Mal so gut gemacht. Das erste Mal habe ich es geschafft. Aber was ist jetzt los? Bin müde, keine Ahnung, weiß ich nicht. Bist du jetzt müde? Nee, natürlich nicht. Hä? Was passiert von? Ah, jetzt kann man ja auch darüber springen, schau mal. Jetzt kann ich auch darüber springen, top. Das ist sehr gut erkannt. Bin begeistert. Alles gut, großer Schlüssel. Du wirst niemals so einen großen haben. Also das große ist dein Schlüssel. Also ich sag nichts, aber so einen großen wirst du niemals haben. Ah ja. Ah ja. Ich sag, immer mit den Anspielungen aufhören. Was für Anspielungen? Ich sehe da keine Anspielungen gerade eben. Gib mir das. Großer Schlüssel. Alter, großer Schlüssel. Sah doch ungefähr so aus. Ja. So, war das der? Nicht exakt. Du. Ist mir scheißegal, wenn ihr den verstanden habt. Ciao. Und adios, amigo. Was, ein zweiter Boss? Uff. Nein, das ist ein richtiger Boss. Das war davor so ein Miniboss. Egal. Ah, schau mal. Ja, ist heute schon wieder abkackst. Ah, das tut weh. Ha, das tut weh, du Kleiner. Sagen, das tut dir weh. Er speichert immer automatisch. Echt? Ich will es trotzdem immer, zumindest wenn wir dann die Aufnahme des ersten beenden, das immer noch mal überspeisern. I mean, man will auf Nummer sicher gehen, muss. Mann, schau mal, das kann man einfach nicht verhindern. Let's go, zweiter Versuch. Jetzt schaffst du es. Flure ist förmlich in meiner Aura. Zweites Mal genockt. Uff, uff, uff. Drittes Mal. Soweit waren wir davon noch gar nicht. Und das vierte Mal zerstört ihn ohne Leben. Das ist verrückt. Erstes Mal verliere ich immer. Aber das zweite Mal ohne Leben zu verlieren. Zack, 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 zack. Jawoll. Und ein drittes Herzfragment. Das ist doch gut. Da haben wir jetzt gut rasiert. Nee, das ist sogar ein Herzcontainer. Das heißt, wir sind immer noch bei einem halben Herzfragment. Wie man es hier sieht. Braucht noch zwei. Dann kriegen wir einen fünften Herz, weil wir gerade durch diesen Boss bekommen haben. Das haben du sehr gut erkannt. Und was ist davor, das? Da vorne steht, also hier könnt ihr nochmal die Map sehen. Da seht ihr, dass wir alles gemacht haben. Hier gibt es ein Klavier. Eine Muschelgeige. Oh, das haben wir auch mal alles, das ist so schön, ne? Das ist wirklich schön. Sumpf. Ein Weg öffnet sich in den Blumen. Hey. I like the flowers. I like the boobs. Was sagst du? Die Boobs. Hä? Ah, jetzt kann ich überall sprengen. Yikes, ist doch toll. Hä? Was denn? Uhu. Uhu.
Da kommt die fette Eule. Alles gut bei dir, Sam? Er hüpft hier rum wie so ein kleines Kind. Er ist gerade leicht geeint, glaube ich, ne? Sein Kopfhörer hat nur ausgeflutzt. So, mal, das Tappen ist doch geil, ne? Aber wie es weitergeht, seht ihr erst im nächsten Mal. Nein, wir haben erst 10 Minuten. Nee. Nee. Doch. Was, nee? Doch. Ja, gut, dann ist ja ein kurzer Report. Bis weiter geht's, seht ihr im nächsten Part. Hab ich doch gerade irgendwie gesagt. Ciao. Bye bye. Ciao, mach auch so. So, ciao. Ja, so machen. Ciao. Auf 3. 1, 2, 3. Ciao.